Achtung. Tada! Ich bin Chinfit. Ja. Du bist Chinfit? Vermute, da wird schon mehr Punkte als der HSV. Aber hier, Freunde des gepflegten Golfsports, es steht 1 auf für dich? Ja. Nee, Quatsch. Nee, umgekehrt, 1 auf für dich. Um Gottes Willen, 1 auf für mich. Wir haben noch 2 Löcher zu spielen. Was wir festgestellt haben, ist, Paul hat an dem Loch, wo er gewonnen hat, dummerweise einen falschen Ball gespielt, aber wir wollen mal nicht so sein. Der weiter weg lag als mein eigentlicher. Falscher Ball ist falscher Ball, eingelocht ist eingelocht, aber egal. So, der Punkt ist, also noch 1 auf für mich, 2 Löcher haben wir zu spielen, ein Par 3. 162 Meter. Was darf ich spielen? Was darf ich benutzen? Wir machen es mal spannend. Du sagst jetzt einen Schläger und den muss ich die ganze Zeit benutzen. Wir bleiben ja bei der 5. Ah, super. Okay. Was ihr wahrscheinlich nicht gesehen habt, ist, die Rasenbeschaffenheiten sind so bescheiden, dass ein Eisen 5 echt für einen, naja, Arsch ist, kann man glaube ich sagen. Aber ich gebe mein Bestes. Ich muss ja nur das Loch jetzt irgendwie gewinnen und dann sind wir eh durch. Du hast die Ehre. Du verlierst. Ja, genau. Der innere Konflikt bei Paul, was er nehmen soll, aber ja. Nö, Paul. Ja. Ist gar nicht so cool. Ist gar nicht so cool. Ja. Ich glaube, die Länge täuscht. Ja, das so sowieso. Sagte sie zu ihm. Sagt, ja. Technik, nicht Länge. Ein wunderschöner Schwung. Herrlich. Vor einiger Zeit hätte ich jetzt noch gelacht. Der ist aber durch. Ey, der ist durch, rechts weg. In ja, ist wieder rausgekommen. Rechts, mein Freund, nicht links, ne? Ja, der ist... Zufrieden? Nee, weil ich bin ein bisschen weggerutscht, aber es reicht. Paul hat ihn gefunden. Was ein Zufall. Spannung. Das hat er gerade das allererste Mal gemacht, seit ich ihn kenne. Patricks zweiter Ball. Mal gucken, leichte Ausgangssituation. Ja. Mal gucken, ob er genauso gut liegt wie meiner danach. Schade, Patrick. Liegt der jetzt so gut wie meiner? Besser. Ganz kurz zur Info, da liegt meiner. Da hinten Patricks zweiter und jetzt im dritten. Ja, gerne. Patrick, wie viel? Also gefühlt eine 2. Ja, in echt aber eine 4. Druck für Paul. Das ist der erste wichtigste Putt in seinem Leben. Nämlich, der ist zum Lochgewinn. Wollen wir uns hier nochmal in Slow Motion anschauen, wie dein Herz zerspringt? Der Weg zum finalen Loch. Patrick ist eins auf, nachdem ich hier gerade den Putt des Lebens spielen musste und ihn natürlich, wie sollte es heute anders sein, verkackt habe. Wir machen einfach nochmal so eine Slow Motion Analyse und schauen dann genau, wo der Fokus bei dir verloren ging. Ich weiß es. Ja? Schon bevor ich den Ball überhaupt angesprochen habe.
So, wir sind jetzt hier bei einem 279 Meter Loch, einem Par 4. Also Bingo, Bongo, Dings, ne? Tic-Tac-Toe, genau. Tic-Tac-Toe. Vorne ist blau. Vorne ist blau. Ja. So, letztes entscheidendes Loch. Pause an Abschlag. Mein Abschlag, da unten ist das Loch. Hier haben wir nochmal einen überragenden Energy Drink. Der ist echt lecker. Ja, Entschuldigung, ich habe ja auch Werbung gemacht. Ja, alles super. Ja, erzähl ruhig weiter. Ich sehe hier keine Angaben von irgendeiner Länge hier. Krieg ich nochmal zur Seite? Dein Profil ist wunderschön. Ein Traum. Ja, Lenkangaben. Gefühl. Also, fiese Menschen würden sagen 180 Meter. Was? Würden fiese Menschen sagen. Ja, schlag mal 180 Meter. Hab ich doch gerade. Ja. Ich hab immer so Hals auf einmal. Ja, Paul, wir gehen mal rüber zu dir. Wir gucken uns das mal an, was du so machst. Sieht man mich? Ich weiß es nicht. Ja, also da ist der Paule. Das Geile ist, Paul macht immer noch die Cross-Golf-Dinger. Der drückt immer da manchmal so ein bisschen runter. Das muss ich ihm noch abgewöhnen. Aber okay. So, Paul. Überhaupt nichts gemacht. Ich habe den Videobeweis, wie immer. Also, viel Glück. Wir spielen Bingo, Bango, Bongo, ne? 3 Punkte zu vergeben. Ja. Also der Erste, der auf dem Grün ist, kriegt einen Punkt. Ach du Scheiße. Oh, bleib! Okay, keine Verletzten auf jeden Fall, aber der Punkt könnte an mich gehen. Warte doch gar nicht. Nein, du bist ein wunderschöner Schmetterling, Paul. Du meinst, mein Schwung ist wie ein wundervoller Schmetterling. Eine dicke, fette Raupe eher dann. Aber das hier ist genug. Das geht dich gar nichts an. Ja, seit 9 Loch höre ich mir das an, aber so ist das. Ups. Ah. So, nee, halt mal kurz mein Saftgetränk. Dankeschön. Ich habe zweimal reingespuckt. Weißt du, ich mag das. Paul, erzähl mal, wie ist denn für dich so der Unterschied vom Crossgolf zum Golf? Der Schwung ist der gleiche, ne? Fast. Manchmal, ja. Manchmal, ja. Wenn man es kann. Ja, ja. Und bei manchen ist Golf auf dem Platz Cross-Golf. Zumindest sieht es bei uns heute so ähnlich aus. Wir spielen ja von Rough zu Rough. Also mit Wilson Stuff. So sieht's aus. Entschuldigung, das soll jetzt keine Werbung sein. Wilson Stuff mögen wir trotzdem. Also ich spiele es nicht, aber ja. Ne? Ja, du musst halt beim Golf mehr unter den Ball kommen und hast halt beim Cross-Golf weniger die Möglichkeit, wenn du auf Beton spielst, unter den Ball zu kommen. Deswegen merkt man da schon einen Unterschied. Genau, also der Punkt ist einfach, du kannst viel, viel, geil, ich bin zum ersten Mal größer als du. Das finde ich übrigens hervorragend. Du musst nicht noch weiter hochlaufen, deswegen. So, nee, der Punkt ist tatsächlich, dass du mit, oder beim Crossgolf es total schwer hast, Ballboden richtig zu spielen. Und eben beim normalen Golfen, das ist auch das, was Paul ein bisschen, glaube ich, zum Bengis geworden ist, das ist aber auch gar nicht schlimm, ist halt die Bodenmenge, die er so nicht gewöhnt ist, aber wir haben ja noch vor, ein paar Videos zu drehen und ich glaube, ich sehe den Ball, der ist da drüben. Ich fordere heute schon und jetzt schon Revanche. Jetzt schon und heute schon Revanche. Okay, rechts, rechts, kürzer, kürzer, komm zu mir, komm zu mir. Ja, lauf, lauf, weiter, weiter, weiter. Ja, wir haben ihn. Ja. Wir mussten kontrollieren, dass ich diesmal den richtigen spiele. Was stark vom Vorteil wäre. Ja, genau. So, Bingo, Bongo, Dings. Ich habe den ersten Punkt, ich habe einen Grüntreffer. Jetzt geht es darum, dass wenn beide Bälle auf dem Grün sind, bekommt der am dichtesten dran ist, auch wieder einen Punkt. Das hat Paul vorhin auch schon geschafft. Ich glaube ganz fest an ihm, weil
ist ja total toll im Chippen. Manchmal. Manchmal. Also nicht heute, aber... Wie man übrigens auf unserem Pool-Video sehen konnte. Boah, das habe ich gelöscht mittlerweile. Hätte ich an deiner Stelle auch. Paul gewinnt tatsächlich wieder den Punkt. Unglaublich. So, 1-1. Wir haben jetzt noch, was haben wir denn noch? Wir haben jetzt noch, wer als erstes einlocht. Und hoffen das Beste. Paul, ich überreiche dir das Zepter. Das heißt, es ist noch ein Punkt zu vergeben. Patrick ist 1 auf. Heißt, ich kann auch ausgleichen. Und das werde ich. Ja, genau. Also, gewinnen so selber kannst du ja nicht mehr. Du kannst nur das... Elend in Grenzen halten. Ja, der war gar nicht. Nimm mal die Fahne raus. Und übernehme das Zepter. Dankeschön. So, ja, was ihr nicht wisst, ist, dass irgendwie jedes Grün hier anders ist. Und ich schwenk noch mal ganz kurz. Was denn? Bitte mach ruhig weiter. Das war ein bisschen schneller, das Grün hier, ne? Ja, das war schneller. Was Paul nicht weiß, das war auch ein bisschen Taktik. Also ich wollte den Ticken länger haben, weil dann habe ich ja den ersten Return-Part. Und es geht ja darum, wer zuerst einlocht. Mittlerweile weiß ich, wie ich Paul unter Druck setzen kann. Ja, dankeschön. Nein, sie! Verdammt! Scheiße. Paul, du hast den nächsten Part. Ja, ich ahne Böses. Weil da habe ich mich jetzt verspekuliert, wie es so schön heißt. Jetzt aber. Ja. Paul ist echt schlecht. Ich weiß es. Ja. Egal was du machst, wir haben es auf Video. Ne. Okay, Paul hat. Paul, warte. Da ist meine Hand. Toller Typ. Du hast es. Ja, genau. Ja. Wir machen kurz einen Break und sehen uns gleich wieder im Auto. Sind wir jetzt beide drauf? Ich hoffe es. Okay, ich auch. Also, wo fangen wir überhaupt an? Ich weiß es gar nicht. Unentschieden! Unentschieden! Das ist doch kacke. Aber ich finde es super. Ja, ich auch. Also, der Punkt ist, dass... Jetzt habe ich auch noch so ein Haar im Gesicht. Geil. Unentschieden? Ich glaube, ich persönlich habe auch... Oh. Der Rückfahrassistent. Ich parke noch mal währenddessen kurz aus. Also ich muss sagen, ich habe selten so schlechtes Golf gespielt und gesehen. Beziehungsweise bin richtig froh, dass der Patrick heute nicht viel besser war und ich deshalb einen Unentschieden rausgeholt habe. Du musst aber, du machst dich ja auch immer schlechter, wie du bist. Ich meine, wir sehen es ja zum Glück auf dem Video. So schlecht spielst du ja gar nicht, Paul. Ja, aber dann warte mal ab. Bis ich richtig spiele. Richtig schlecht. So, nein. Also, total tolles Unentschieden. Ich habe gemerkt, dass meine Kompetenzen beim Eisen 5 aufhören. Aber wenigstens, ich glaube, du bist nicht angeschnallt. Ich glaube aber auch, dass der Paul jetzt wenigstens das Spiel verstanden hat, weil ich hatte ja noch gesagt, am Anfang, er hat das Spiel nicht verstanden. Jetzt hat er es verstanden, das ist ja auch Sinn und Zweck des Ganzen, dass du dem Gegner einfach auch die Möglichkeit gibst, einfach mal fiese Schläge zu haben. Und ja, du willst ja direkt eine Revanche, ne? Also wir müssen dann gleich mal gucken, wie wir das machen, wo wir das machen.
Wir haben total coole Ideen gestern noch, um Gottes Willen, gestern noch auf Facebook gesehen, gelesen, gehört. Also was ich richtig interessant finde, ist pro verlorenes Loch ein Schnaps. Oh, Gegenverkehr. Und ich glaube, da hat Patrick dann wirklich, ja, gar so, keine Chance mehr. Hier, ne? Und das wäre auf jeden Fall eine Idee. Dosenschießen fand ich auch ganz nett. Und Bierpong nur nicht werfen, sondern spielen, fand ich auch sehr interessant. Und wir werden uns was überlegen. Ja, also es gab total coole Sachen. Also es gab Sachen wie Battle Golf, das ist das, wo man sich Schläger klaut. Dann eben links rum spielen statt rechts rum. Die Idee hatte ich auch schon, ja, nur da haben mir jetzt einfach gerade die Schläger gefehlt. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Wir haben so viele Ideen. Ich muss gerade mal das Lied weitermachen, weil das ist echt schlecht. So, der Punkt ist, wir haben total viele coole Ideen gehabt. Das war einfach zu spontan, diese Frage. Das heißt, fürs nächste Video nehmen wir auf jeden Fall Input mit. Vielleicht kann ich ihn überreden, dass wir uns morgen schon auf einem IKEA-Parkplatz treffen und wieder was Lustiges machen. Das Film ist einfach auch ganz anders auf dem Golfplatz. Ja, das ist einfach so ein bisschen stressiger, würde ich jetzt mal sagen. Also wir hatten auch einfach viel Betrieb. Wir hatten Flight vor uns, wir hatten Flight hinter uns. Das heißt, wir mussten wirklich schauen, dass wir auch durchkommen. Und dabei noch filmen. Ja, und das also bei den qualitativ hochwertigen Schlägen. Also, ja, genau. Ja, wir holen uns jetzt einen Kaffee. Und beenden damit das Video und hoffen, ihr hattet wenigstens ein bisschen Spaß. Das war vielleicht nicht ganz so Dirty Trash Talk mäßig wie das letzte Video. Wir waren halt auch auf dem Golfplatz, da kann man nicht ganz so assi sein. Und ja, vielleicht ja, gehen wir demnächst irgendwo anders hin. Crossgolf, normaler Golf, wo auch immer. Normaler Golf, normaler Golfplatz, wo auch immer. Wir gucken mal, was wir noch zaubern können. Schickt uns eure Ideen, schickt uns eure potenziellen Locations. Fotos, Videos, Beweisfotos, ja. Wir freuen uns.